Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Und wer gibt's auch? Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Ja, ich komm ja. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Oh, der war knapp. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Das war leicht. Ja. Kein Türkeil. Oh! Schon. Ja, ein Schlüssel! Dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zwei Mal. Mit. Hier, komm schon. Du bist dran. Spring doch. Muss ich da jetzt drüber? Doch gar nicht. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay, ohne Mumm, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Hab dich. Das war ja knapp. Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Okay. Boah, scheiße. Ja,
hat neue Sachen Sprung. Hat doch Sprung. Okay. Sehen. Bitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wo ist er denn jetzt hin? Auf. Runter. Nee, da nicht runter. Das war nicht so. Okay. Ab durch die Mitte. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wisst ihr, wo ich hin muss? Hack. Wo ich in der Mitte ist das hier? Hier. Oh. In die Richtung war doch nicht. Die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Oben ist er. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Nein! Oh. Ja. Okay, weiter. Muss er ja noch hinklettern. Hey, den Turm hoch. Los. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Der Fehler. Warte hier und schau mir zu. Oh, 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 oh. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh Mist! Komm! Komm! Geschafft. Ja, natürlich. Folge mir. Mal schon die ganze Zeit. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Wohin denn? Da. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay, dann mal los.
Okay. Nach dir. Jetzt runter. Dreimal gestorben. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Darf ich jetzt Moped fahren? Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Wenn du in Schwierigkeiten bist. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Ein Jahr? Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Nein. Eben. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja. Weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Dann steig auf. Bist du bereit? Ein Helm an. Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos, dejas bien. Acabemos con esto. Danos. Ah, eres puro cuento. Esto va a ser... ¡Gustavo! ¡Mate ese gringo! ¡Helos! ¡Este es el gringo que manda! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Cómo está esto? ¡Elimínalo! ¡Dale ahí! ¡Dale en la cara! ¡Ubicación Ausweis! ¡Mira cómo te sales de esto! ¡Rómpele el brazo! ¿Qué tal esto? ¡Espejosa los dientes! ¡Agárrenmelo! ¡Direct zurück! ¡Lucha como un hombre! ¡Ya lo tienes! ¡Toma esto, pendejo! ¡Tú le... ¡Rompele el cráneo, amigo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! ¡Puedes hacerlo! Sí, te vas a arrepentir. ¡Com! ¡Sí, Gustavo! ¡Un futsal mit dem! ¡Te voy a matar, come mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Las filos! ¡Dale! ¡Ya basta! Okay. ¡Vete! ¡Ya basta, idiotas! ¡Mátenme! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria! Cájalo!
Lo stai esperando qui, eh? Solitaria o roppoletaria? Abre. Ach, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Oh. Da sind schon fest nass. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Oh, die Sonne schon. Im tiefsten Boden. Okay, kalmate. Pendejo. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Una semana? Hey, schöner Tag, nicht? Direktor oder was? Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Huéfense! ¡Quietense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nicht. Atrás. De este encargo. Bien. Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor, para, para. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Links? Ja, schon klar. Und da geht du, ey. Dadurch. Was, wodurch? Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Was? Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur. Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sieh. Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam.
Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Das kann ja alles sein. Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Ja, jetzt mal hingehen, wa? Lesen. Mein lieber Sohn, spanische Staffel haben mich im Königreich Panama gefunden. Mir wird Piraterie vorgeworfen, der Prozess ist bloß eine Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich stehe dir jetzt. Ich war Mitglied in Captain Henry Harrys Mannschaft. Zusammen mit der anderen der Mannschaft habe ich die Hindu-Gangs Levi gegründet. Wir haben in den Augen Gottes viele Gräueltaten begangen und jetzt muss ich für meine Schulden zahlen. Wohne die am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren geruhsamen Augenblick mit dir und deiner Mutter. Obwohl vieles bereue, sei gewiss, dass ich mich mit meinem Fall angefangen habe. Mögest du eines Tages den Weg zum Höllenort finden, mein Kreuz tragen und sie entdecken, die Reichtümer des Paradieses. Dein dich liebender Vater. Immer zurücklegen. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Naja. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Seil. Da oben. Da ist Burns Gefängniszelle. Wie komme ich da hoch? Oh, was? Yes. Oh, ist das voll. Bingo. Und weiter geht's.
Auf geht's! Burnst, du armes Schwein. Die meisten aus Averys Crew konnten nach Schottland fliehen, aber du, du hängst in Panama fest. Scheiße! Du kommst gar nicht runter. Falle. Runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Geil aus. Ich... Nach oben. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay, wo lang? Manche Teufel halten mich. Ihr König hat. Ja, gelesen. Ich muss da hoch. Ich dachte, heute heutige Gefängnisse wären schlimm. Den engen, harten, harten Logenplätze.
Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor dem nächsten Akt aber unbeirrt. Meinen Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die Piraten warfen sich mit Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages mischte solche Gnadengesuche von ihrem frischen Kapitän. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kräfte eine Bestechung an. Weitere vage Versprechungen an diesen Schatz. Fragte ihn, wo dieser Schatz finden sei, und ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piraten. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Das ist ziemlich cool. Nicht höher. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Ah, da ist die andere Hälfte. Also dann. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Blind.
Echt? Leider nein. Leider nein. Leider nein. Leider nein. Der ist auch nicht. Nichts. Ich sollte mir den Brief noch mal ansehen. Nein. Nein, ey. Na, scheiß euch. Nein, ich sollte mir den Brief noch mal ansehen. Ja, kann doch nicht sein. Ich hoffe, doch keiner von den Steinen. Sehen doch alle anders aus. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Die römische 10, wo ist das X? Römische 10. Nichts. Was stand noch mal im Brief? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Römische Zahl 2. Nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Zwölf. Nein. Nichts.
10 und 2. X und II. Na, witzig. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Ja. Los! Oh, ich sollte aufpassen. Und abwärts. Ah. Jetzt. Oh. Das war knapp. Was? Ah. Vorsicht. Neues. Ich grave niemals hin. Auf Wiedersehen, Schulter. Das ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Weiter. Ach, Scheiße. Nein, nein, nein.
geschafft. So muss es laufen. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was gefunden? Was? Da war alles leergeräumt. Ja, ja. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na. Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Bist so gut wie ich. ¿Qué puedo decir? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Jo. Dann nehmen wir eine Kreuzmorgen an, oder? Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung?
Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Och nee, wird auch eine Prügelei. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, weißt du was? Tú no te metas. Okay. Musstest du den Gefängnisliebling schikanieren? Du hast dich auch nicht angeboten. Ups. Komm schon! Siéntate! Ya basta de hablar. Eso. Algo más necesita que le recuerde con las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es la Schmuggelware? ¡Cállate! Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae los gringos a mi oficina. Oh, blöd gelaufen. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Oh, oh. Oh, oh. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden.
25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Ich muss wirklich wissen. Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Keine Ahnung. Nicht bei der Welt! So. Okay, fangen wir jetzt an. Verdammt nochmal. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt darunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden's raus. Ja, super. Nef, hilf mir mal. Eilung. Hier. Den Leuchtturm nicht. Einfach von den Wachen wegkommen. Oh fuck. Fängt schon nur an. Leuchtturm nicht. Lasst uns jetzt einfach von den Wachen wegkommen. Was will denn jetzt hin? Das war doch klar. Nathan! Den Leuchtturm nicht. Lasst uns jetzt einfach von den Wachen wegkommen. Durch. Hä? Super. Nein, 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 halt! Na los, na los! Klingeln uns! Geschossen! Leute, hier lang! Was? Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Nate, bring mich da hoch. Na los, Sam. Ja, super. Ja, ist der Leuchtturm.
Ach, Scheiße. Ich muss schon da hinten hin. Scheiße! Sam! Die andere Hand! Los, hoch! Oh, oh, nein! Oh. Sam! Einer habe ich nicht mehr. Wir müssen weiter. Nein, er ist doch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Oh Mann. Wie du willst. Schnell weg. Nein. Ab hier. Wo ist er? Da hin? Nein, ey, wo ist denn da hin? Ist hier runter? Doch nicht, ey, da muss ich doch irgendwie überspringen können. Oh Mann. Geht jetzt weiter. Oh. 15 Jahre auf dem Boot oder was? Okay, jetzt auf den Grund. Okay, laut Signal bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, doch nicht.
Ist doch cool gemacht. Kommst du da um Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar.